ist Stefanie Kötschau. Ich bin die Beauftragte des Vogelsbergkreises für Integration, Inklusion und Gleichstellung. Wir haben heute am 14. Februar an der weltweiten Aktion 1 Billion Rising hier in Lauterbach am Marktplatz teilgenommen, um ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Weltweit wird jedes dritte Mädchen oder jede dritte Frau einmal Opfer von sexualisierter oder häuslicher Gewalt. Um ein Zeichen dagegen zu setzen, treffen sich weltweit am 14. Februar Männer und Frauen, um tanzend dagegen zu demonstrieren, dein neues Bewusstsein zu schaffen für Gleichstellung, Chancengleichheit und ein faires Miteinander von allen. Ich stehe heute hier auch als Vertreterin des Frauennetzwerks und als Mitstreiterin im Handlungsfeld Gewaltprävention des Familienbündnisses des Vogelsbergkreises. Ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Stadtrat Michael Büschler, der heute als Vertreter des Magistrats der Stadt Lauterbach zu uns gekommen ist und im Anschluss ein Grußwort an Sie richten wird. Weiter begrüße ich auch als Beigeordnete Magdalena Pitzer, zugleich Sprecherin des Handlungsfeldes Gewaltprävention im Familienbündnis des Vogelsbergkreises. Sie hat vor 3 Jahren diese Aktion in Lauterbach erstmals etabliert. Mein Gruß gilt weiter der Wir-Koordinatorin des Vogelsbergkreises, Frau Michaela Stephan, den Vertreterinnen und Vertretern von Frauenverbänden, Organisationen und sozialen Einrichtungen aus dem Vogelsbergkreis, die den Aktionstag heute unterstützen und mit vorbereitet haben. Und ganz besonders begrüße ich Frau Marion Dahmer, die den Tanz mit uns einstudiert hat und uns auch heute anleiten wird. Vielen Dank dafür. Steht auf, streikt, tanzt. Auf der ganzen Welt gehen am Valentinstag Menschen auf die Straßen, um tanzend die Gewalt gegen Frauen und Mädchen anzuprangern. Ja! Die Kampagne 1 Billion Rising ruft Menschen dazu auf, gemeinsam im öffentlichen Raum zu tanzen, um Solidarität mit den Gewaltopfern zu zeigen und gemeinsame Kraft zu demonstrieren. Heute erheben sich Frauen und Männer in 200 Ländern und in Deutschland inzwischen in über 160 Städten, um ein neues Bewusstsein zu zeigen und das Ende dieser Gewalt zu fordern. Wir beteiligen uns in diesem Jahr zum 3. Mal aktiv an dieser Aktion. Ich freue mich, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind, um mit uns gemeinsam ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft. Weltweit wird eine von 3 Frauen mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt, misshandelt oder vergewaltigt, wie aus der ersten weltweiten Erhebung der Weltgesundheitsorganisation hervorgeht. Jede dritte Frau bedeutet, dass weltweit 1 Milliarde Frauen betroffen sind, daher der Name der Kampagne 1 Billion Rising, die das Schweigen brechen will. Mit der Kampagne wird jedes Jahr am 14. Februar ein ermutigendes Zeichen gegen Gewalt an Frauen und für Gleichstellung gesetzt. Tanzen ist Ausdruck der Freude, doch eigentlich ist es ein sehr trauriger Anlass, der uns auch in diesem Jahr zusammenbringt. Die hohe Zahl von weiblichen Gewaltopfern. Mich erschüttern diese Zahlen. Und ich weiß, dass auch bei uns im Vogelsbergkreis die Zahlen der in Statistik erfassten Frauen und Mädchen, die häusliche oder sexualisierte Gewalt erlebt haben und darunter leiden, bedrückend hoch ist. Mit kalten Fingern blättern. Nehmen wir einmal die Kriminalstatistik zur häuslichen Gewalt. Die Polizei im Vogelsbergkreis registrierte im Jahr 2016, die Zahlen für 2017 werden erst Ende Februar freigegeben, allein 111 Fälle mit häuslicher Gewalt. Darunter waren 108 Körperverletzungen, 2 Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und in 3 Fällen wurden Menschen Opfer von Stalking. 88 Täter waren männlich. Die Fachstelle für Frauen und Kinder in Not beim Vogelsbergkreis hat in 2017 110 Frauen wegen häuslicher oder sexualisierter Gewalt beraten. Das sind schon erschreckend hohe Zahlen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. Die Dunkelziffer ist viel höher. Dunkelfeldstudien der Polizei dokumentieren, dass im Bereich häuslicher Gewalt sehr viele Fälle gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden. Und nicht zu vergessen die hohe Anzahl von Kindern, die Gewalt in ihrem häuslichen Umfeld erfahren und erleben müssen.
Umso mehr freue ich mich über die heute von Ihnen allen zum Ausdruck gebrachte Solidarität. Ich bin froh, dass es im Vogelsbergkreis verlässliche Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder gibt. Auf der Pinnwand können Sie sich über die verschiedenen Möglichkeiten informieren. Gerne stehe ich Ihnen aber auch im persönlichen Gespräch zur Verfügung. Wer tanzt, bewegt sich. Die gemeinsame Bewegung kann etwas verändern. Ich wünsche mir, dass unser Tanz heute dazu beiträgt, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen für ein lautes und entschiedenes Nein gegen Gewalt. Steht auf, streikt, tanzt. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Mein Name ist Michael Duschka. Ich vertrete heute die Stadt Lauterbach und überbringe Ihnen natürlich die Grüße des Bürgermeisters Rainer Hans Vollmüller und der städtischen Gremien. Es ist genau das jetzt eingetreten, was ich befürchtet habe. Meine Vorbereitung für die heutige Veranstaltung, für den Beginn der Frauenwoche, kann ich zur Seite legen, weil die Frau Kötschau es geschafft hat, allumfassend alle Themen anzusprechen. Dass es mir wirklich übrig bleibt, genau in diese Kerbe zu schlagen. Ich denke mal auch Gewalt an Frauen, Gewalt an Mädchen, an Kindern. Sie wissen, ich selbst war Polizeibeamter hier in Lauterbach und das war ein Thema, was uns seit Jahren, seit Jahrzehnten schon umtreibt. Und wenn wir, Sie wissen, ich bin auch Flüchtlingskoordinator in Lauterbach und da werden gerne so Begriffe wie Werte in der Bundesrepublik Deutschland in die Diskussion gebracht. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist nicht nur wichtig im Hinblick auf die Geflüchteten, was wir weitergeben müssen, sondern ich denke mal, das ist auch ganz, ganz wichtig für uns selbst. Deswegen bin ich froh, dass wir heute alle dies verinnerlichen, dass wir sagen, die Werte des Grundgesetzes sind für uns alle maßgebend. Und was sagt denn, das hat jetzt die Frau Kötschau noch nicht erwähnt, das habe ich da auf meinem Zettel stehen, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ja, 1 Billion Rising, 1 Milliarde erhebt sich, warum? Damit Gewalt politisch und gesellschaftlich geächtet und sanktioniert wird. Wir alle sind aufgefordert, diese Werte zu achten, zu leben und weiterzugeben. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, ich danke Ihnen für Ihre Aktivitäten und bin gespannt auf den Tanz, der das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit stellen wird. Ich danke Ihnen, alles Gute. Ehe wir jetzt anfangen zu tanzen, würde ich die Conny Krömmelbeine und die Frau Dahme noch oben bitten. Conny würde uns gerne einladen, dass auch jeder den Text, wenn man sich nachher auf Hände und Füße konzentriert, versteht man den Inhalt des Textes vielleicht nicht mehr so, einmal den Text vorlesen. Die Frau Dahme würde uns die Schritte dazu schon mal zeigen, wenn auch jetzt erst einmal ohne Musik, aber dann hat man wenigstens schon mal gesehen, was man dann so machen soll. Ja, also der Liedtext heißt Sprengt die Ketten. Er beginnt mit: Mein Blick steigt empor, ich bete auf meinen Knien. Ich spüre den großen Mut in mir, steh auf, geh meinen Weg. Geh, tanz, steh auf. Geh, tanz, steh auf. Ich sehe unsere wunderschöne Welt sicher frei von Unterdrückung. Gewalt und Inzest, Missbrauch hören auf. Frauen sind nie wieder Besitz. Ich hab dir nie gehört und du weißt nichts von mir. Ich bin nicht unsichtbar, ich bin so wunderbar. Ich fühle mein Herz zum ersten Mal rasen. Erkenne mich, ich bin einmalig. Ich tanze auf Liebe, tanz für unseren Traum. Tanz, weil es mir jetzt reicht. Tanz für Gerechtigkeit. Tanz für ein Ende. Tanz, den Schmerz zu stoppen, tanzt um die ganze Welt. Komm los, wir sprengen die Ketten. Oh yeah.
sprengen unsere Ketten. Tanz, steh auf. Tanz, steh auf. Beende diesen Wahnsinn. Erhebt euch. Gemeinsam werden wir es schaffen. Nehmen wir uns an den Händen, laufen los. Tragen unsere Botschaft in die Welt. Es ist mein Körper. Mein Körper ist heilig. Das ist kein Freibrief für euren Missbrauch. Wir sind Mütter, wir sind Töchter, wir sind einzigartige Geschöpfe. Ich bete auf meinen Knien. Thank you.